Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge hieß es ja, dass wir mit Scroot weitermachen werden. Wir haben einen kurzen Cut gemacht und heute geht es quasi nahtlos über. Meine Rolle bestand seit jeher darin, die Dinge zu beobachten und die Schicksalsfäden instand zu setzen. Aber es ging nie darum, sie übermäßig zu beeinflussen, ganz gleich, wie verlockend es auch sein mochte. Während ich wartete, war es also nur eine nervöse Angewohnheit, wahllos die Schicksalsfäden in der Nähe zu überprüfen. Ich dachte, wir sollten über die Chronik von Apokrypha sprechen, Scroot. Die Chronik kann warten. Das ist wichtiger. Warum hätte ich es sonst überhaupt erwähnen sollen, Sterbliche? Es ist fast so, als würde mir nie jemand zuhören. Jedenfalls ist mir ein Anomaliefaden nicht weit von hier aufgefallen. Am prismatischen Irisstrand. Ein Anomaliefaden? Eine Schicksalsanomalie. Die heilige Aufgabe, die mir übertragen wurde. Meine Aufgabe ist es, derlei Dinge zu entdecken und zu berichtigen. Es ist wirklich wichtig, doch euch interessiert es nicht. Ich glaube, es ist die gestohlene Glyphik. Sie aus Mythos zu entfernen, hat die Unregelmäßigkeit ausgelöst. Zum Glück habe ich sie entdeckt. Falls es die Glyphik ist, haben wir eine Gelegenheit, Torvesaar zu finden und sie zu bergen. Nicht wir, Sterbliche. Nur ihr. Und Melden, schätze ich. Nur die Schicksalserwählte kann das klären. Und das seid ihr. Der prismatische Irisstrand ist nördlich von hier. Trefft uns in der Halle der Schiffrin, sobald ihr euch um Torvesaar gekümmert habt. Danach bringen wir die Chronik auf den neuesten Stand. Ist Vollnis Krones Verderbnis verflogen? Apokrypha ist recht widerstandsfähig. Und da das brennende Gefühl in meinen Tentakeln und der Schmerz in meinen Augäpfeln nahezu ganz verschwunden ist, würde ich eure Frage bejahen. Außerdem höre ich das melodische Summen des großen Auges überall um mich herum widerhallen. Das ist ein gutes Zeichen. Das kommt drauf an, für wen. Stimmen oder sonstiges immer um sich herum zu hören, ist nie ein gutes Zeichen. Was erwartet mich am prismatischen Irisstrand? Oh, das Übliche. Verschiedene Bewohner von Apokrypha, versprengte Mitglieder der verborgenen Sippe oder Traumschnitzer, die sich herumtreiben. Aber ihr könntet Melens Geistersicht brauchen, um der Fährte der Glyphik zu folgen. Mir war sie kaum aufgefallen. Sie muss sich also noch in Torvesaars Besitz befinden. Darf ich euch etwas bringen, Leramir? Nein, danke, Gadein. Ich habe mich von meinen Anstrengungen fast erholt. Das ist gut. Aber sie kommt ja sowieso nicht mit. Geht die Tür auch mal auf. Deswegen ist es eigentlich auch egal. Wo müssen wir jetzt genau hin? Wir müssen hier nach links. Am besten ohne zu sterben. So. Scroots Talent für das Entdecken von Schicksalsanomalien ist eindrucksvoll. Ja. Diesen Pfad dort links hoch. Noch ein. Ich glaube, dort ist die Anomalie. Ein hier kleiner Tipp. Von der schlauen Sorte aus. Azandar, den gibt's hier zum Beispiel. Den werden wir auch noch holen, ja. Allerdings in der späteren Folge. Das ist übrigens ein weiterer Gefährte, den man freischalten kann. Ganz gleich, was uns begegnet. Denkt immer daran, dass ihr wortwörtlich einen Telvanni-Magister in der Tasche habt. Etwas stimmt nicht. Setzt meine Geistersicht. Diese Brücke war eben noch nicht hier. Lasst sie uns überqueren. Ich hoffe, dass die Geistersicht vorher nicht aufhört. Okay. Ah, hier ist noch was. Torvesaars Tagebuch. Seit wann schreiben Dremora Tagebücher? Okay, das schauen wir uns trotzdem mal an, weil das interessiert mich. Erinnerungen sind flüchtig, inkonsistent. Daher habe ich beschlossen, Feder und Tinte zur Hand zu nehmen. Nach Art der Sterblichen, um meine Gedanken niederzuschreiben. Für den Fall, dass das, was in der Vergangenheit geschehen ist, oder zumindest befürchte ich das, erneut geschehen wird. Was ich nicht hoffe. Ich bin seit jeher erfüllt von einem glorreichen Ziel, wenngleich Genaueres zu diesem Ziel mir noch nicht offenbart wurde. Ein innerer Drang treibt mich an,
Ein unnachgiebiger Wunsch, eine Untat wieder gut zu machen, von der ich mir sicher bin, dass sie begangen wurde, deren Einzelheiten mir jedoch verborgen bleiben. Ich werde mir Klarheit verschaffen. Ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Irgendwann einmal. Das kann warten. Ich habe alle Zeit der Existenz. Träume, geheim hin? Glaubt man, dass Dedra nicht träumen, zumindest nicht in dem Sinne, wie Sterbliches verstehen. Allerdings sucht mich gelegentlich ein spezifischer Traum heim, das schon, solange ich denken kann, seit kurzem ist dieser Traum penetranter. Und entschuldigt, Leute, ich habe irgendwie gerade ein bisschen Sehstörungen und überlese hier teilweise echt die Buchstaben. Penetranter. Das soll wohl ein Ich sein. Ich träume ihn beinahe täglich und obwohl ich nie von einem Fürsten gekniet habe oder Teil eines Clans war, kommen interessanterweise die Fürsten Valmina und Peruite darin vor. Vielleicht sollte ich mich langsam an jemanden wenden, der sich mit derlei Dingen auskennt. Offenbar ist mein Traum nicht einzigartig. Sowohl Valmina als auch Peruite erleben eher ebenfalls eine Variante davon. Wenngleich zumeist nicht so vehement wie ich oder so detailliert. Aber nicht einmal die Fürstin der Träume und Albträume konnte mir erklären, was er bedeutete oder mir mehr als einen winzigen Bruchteil dessen zurückgeben, was ich mittlerweile als Erinnerung betrachte. Darin beobachte ich Valmina und Peruite in einem hitzigen Streitgespräch mit einer anderen Wesenheit vor einer gewaltigen Statue der Fürstin der Träume. Dann explodiert die Statue und ich sehe, dass die andere Weisheit Hermeus Mora ist, Wesenheit, der Fürst der Geheimnisse. Plötzlich verstehe ich es. Das ist passiert. Und als es passiert ist, wurde uns etwas Wichtiges genommen. Eine Erinnerung, die ich wiederherstellen muss, egal welche Mühen dies bedeutet, egal was es kostet. Derzeit gehen mehrere Pläne ihren Gang. Was? Orchestriert von mir und einigen vertrauenswürdigen Verbündeten. Valmina und Peruite haben sich in ihrer Wut auf Mora bereit erklärt, mir zu helfen. Und ich habe mir auch sterbliche Hilfe gesichert, beispielsweise die eines Telvanni-Meisters. Wir werden in die Gewölbe von Apokrypha eindringen. Wir werden die Geheimnisse des Fürsten des verbotenen Wissens offenbaren. Und wir werden wiederherstellen, was uns gestohlen wurde. Das schwöre ich bei meiner unsterblichen Existenz. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, ich habe immer noch einige Sehstörungen, weil ich habe gerade Migräne und es ist ein bisschen... Seht. Naja. Oh, zeig es mir. Zu weit, Mora. Es spielt keine Rolle, was ihr vorherseht. Wirklichkeit, ihr müsst vergessen. Ein weiterer Teil meiner Erinnerung ist wiederhergestellt. Unterhalten wir uns, Sterbliche. Der Fürst des Schicksals selbst hält sich für so vollkommen. Doch trotz all seiner Macht konnte er die Erinnerung, die er so dringend verbergen wollte, nicht ausmerzen. Nicht aus meinen Träumen, nicht aus seinem eigenen Geist. Und nun erinnere ich mich an das meiste. Nur ein Geheimnis muss noch aufgedeckt werden. Ich verstehe nicht, Torvesaat. Warum solltet ihr auch? Ihr seid nur eine Sterbliche. Doch ich durchstreife das Reich des Vergessens seit Äonen. Ein Ausgestoßener ohne Clan. Ich dachte, ich wäre so entstanden. Ein vergessenes Bruchstück der Schöpfung. Bis der Traum mich heimzusuchen begann. Das Fragment einer uralten Erinnerung. Der Traum, der all dies in Gang gesetzt hat? Nein, der Traum, der all dies beendet. Der endlich wiederherstellen wird, was verloren war. Hermeus Mora mit seiner Gier und seiner Selbstsucht ist für all dies verantwortlich. Er hat uns alle vergessen lassen. Er hat mich vergessen lassen. Sagt es mir. Welches Geheimnis ist derart gefährlich, dass es ausgelöscht werden musste? Was hat Mora euch vergessen lassen? Dass es noch eine dädrische Fürstin gab. Meine Fürstin. Eine Fürstin, die mich gerettet und gerade so viel von meiner Erinnerung bewahrt hat, dass ich sie eines Tages retten kann.
Eine Fürstin, deren neidische und feige Geschwister sie herabwürdigten und aus den Annalen der Geschichte strichen. Noch eine Dedrische Fürstin? Gibt es sie noch? Keine Fürstin des Reichs des Vergessens kann wirklich vernichtet werden. Die letzte Glyphik birgt dieses Geheimnis. Wie man sie finden und ihr ihren rechtmäßigen Platz zurückgeben kann. Und dann wird Mora sich für seine Verbrechen rechtfertigen müssen. Seht selbst, ich lasse die Glyphik zurück, damit ihr sie betrachten könnt. Ihr geht zu weit, Mora. Es spielt keine Rolle, was ihr vorherseht. Ihr könnt so etwas keinem anderen Fürsten antun oder sonst irgendjemandem. Ihr saht den Schaden, den Fürstin Itelia dem Gewebe des Schicksals bereits zugefügt hat. Wird sie nicht gestoppt, löst sich die Wirklichkeit auf. Wir alle müssen einwilligen, Mora. Und das tue ich nicht. Erinnerungen sind heilig. Ebenso wie die Domänen der Fürsten. Ihr könnt niemanden für etwas bestrafen, was ihr vielleicht tun könnte. Das muss ich. Die Gefahr ist zu groß. Es tut mir wahrlich leid, doch es gibt keine Alternative. Zum Schutz der Wirklichkeit müsst ihr alle vergessen! Was vergessen war, wurde erinnert. Wir müssen sprechen. Zu spät. Zu spät. Die Tür, die vor langer Zeit versiegelt wurde, hat sich nur einen Spalt geöffnet. Doch der Schaden ist angerichtet. Das, was vergessen war, kehrt nun in die Erinnerung zurück. Ist das alles wahr? Gibt es eine weitere Dedrische Fürstin? Die von den beiden Glyphika freigesetzten Erinnerungen sind richtig und wahr. Itelia, die Fürstin der Pfade, die Herren der unbereisten Straße, die Ungesehene. Ihre Fähigkeit, das Schicksal zu verändern, es nach ihrem Willen zu formen, stellte eine Bedrohung für die gesamte Wirklichkeit dar. Sie ist es noch immer. Ich verstehe nicht. Welch Sterbliche könnte das? Die Schicksalsveränderin ist eine Vermittlerin des Chaos, die die Fäden des Schicksals entwirren und nach Belieben neu anordnen kann. Ihre bloße Existenz gefährdet alles. Ich sah keinen anderen Weg, die Wirklichkeit zu bewahren, als das zu tun, was ich tat. Ihr habt allen die Erinnerungen an Fürstin Itelia genommen? Ich rief die anderen Fürsten und erklärte ihnen die Gefahr, die ich vorausgesehen habe. Die meisten stimmten zu, mir zu helfen. Einige lehnten ab. Am Ende spielte es keine Rolle. Ich tilgte Itelia aus der Geschichte. Aber meine eigenen Erinnerungen konnte ich nicht auslöschen. Ich versiegelte sie in den drei urtümlichen Glyphika. Was ist mit Torvesaat? Torvesaat. Etwas, das ich nicht vorhergesehen habe. Ein Beauftragter von Itelia, seit Äonen verborgen. Ihr Ausweichplan. Ihre Rache. Wenigstens ist die letzte Glyphik sicher. Bis sie gefunden und geöffnet wird, bleibt die Wirklichkeit sicher. Kehr zurück in die Schiffrenhalde. Okay, das machen wir. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ich bin mir nicht sicher, ob... Die Brücke war doch vorher jetzt auch da? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Er meinte doch eben, die Brücke war doch nicht da. War sie wirklich nicht da? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen oder was Falsches sagen, meine ich, dass man bezüglich dieser Geschichte sogar noch eine Wahl hatte.
Ihr seht wie eine von der schlauen Sorte aus. Aber ich... Habt ihr einen Augenblick? Bin mir echt nicht sicher. Nee, Azarant, ich kann jetzt gerade nicht. Es tut mir leid. Wenn wir hier die ganzen Quests in dem Gebiet durchnehmen, dann werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen. Okay, das war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Obwohl, das geht auch. Weil, dann können wir nämlich hier rüber. So. Dann kann man nämlich auch zurück zur Schiffrinnenhalde. Oder auch nicht, das ist die falsche. Hä, das war doch die Schiffrinnenhalde, oder nicht? Bin ich jetzt ganz doof? Tiefer. Komme ich hier nicht runter? Ich komme hier runter. Richtiges Gebäude, falscher Eingang, oder was? Hier sind wir auf jeden Fall noch nicht reingegangen. Hallo? Guten Tag. Da hinten. Auf ein Wort. Okay. Hier ist ein Riesenaufstand, viele Leute. Magister Gotrin bezeichnete euch als Mund des Mundlosen. Ich denke, das passt. Hör zu, ich war noch nie gut bei solchen Dingen, doch ich wollte euch danken. Zu meinen Lebzeiten war ich ein zurückgezogen lebender alter Zaubermeister, dem außer seiner Magie und seinen Studien nichts etwas bedeutete. Das sind eigentlich gerade so die Charaktere, die ich immer sehr interessant finde, weil das sind nämlich meistens die, die innerlich so ein bisschen, ja, ein bisschen einsam sind, sage ich mal, und die sich vielleicht insgeheim sogar wünschen, dass da einer gewesen wäre, der vielleicht auch ihre Leidenschaft mit ihnen geteilt hätte. Ohne euch hätten wir das nicht durchgestanden, Mellen. Unsinn. Mein gewaltiger Intellekt war gewiss nützlich, doch ihr seid die Schicksalserwählte. Ihr hättet einen Weg gefunden, mit mir oder ohne mich. Aber ich bin froh, dass ihr mich vor Shelreni gerettet habt, dass ihr mich auf dieses Abenteuer mitnahmt, selbst wenn ich niemals diesem Seelenstein entkomme. Vielleicht kennt Leramiel einen Weg, um euch zu befreien. Und Vikaga Dain hat Erfahrungen mit den Toten. Vielleicht. Ich habe es nicht eilig. Abenteuer sind eine neue Erfahrung für mich. Ich bin damit zufrieden, euch zu begleiten. Ich werde eine Weile ruhen. Denkt daran. Solange ihr meinen Seelenstein habt, könnt ihr mich jederzeit rufen, wenn ihr mich braucht. Nun sprecht mit Skrut über die Chronik. Okay. Halt, stopp. Skrut ist hier oben. Hallo, Sterbliche. Das große Auge hat mir erzählt, was geschehen ist. Auch wenn die Dinge nicht genauso gelaufen sind, wie er hofft, sind wir alle noch hier. Das heißt, dass die Wirklichkeit fürs Erste stabil ist. Ich bin so überrascht wie ihr, doch die Existenz ist belastbar. Zumindest noch für einen weiteren Tag. Warum wolltet ihr mich hier treffen, Skrut? Leramiel und ich haben mit ein paar Schiffern gesprochen und wir sind uns alle einig. Wir wollen eure Geschichte der Chronik von Apokrypha hinzufügen. Nur die bedeutsamsten Ereignisse schaffen es in diesen heiligen Band. Ich wollte euch mitteilen, dass ihr meinen Horizont erweitert habt. Was meint ihr, Skrut? Ich habe das Schicksal immer als schwarz und weiß gesehen, als in Stein gemeißelt und veränderlich. Doch nun verstehe ich, dass nicht jede Abweichung eine Katastrophe und nicht jede Überraschung ein Fehler ist. Danke dafür. Schreiben wir euch nun in die Chronik ein. Danach will Vikaga Dain euch sehen. Höret hiermit, dass der Name der Schicksalserwählten in die Chronik von Apokrypha eingetragen werden soll, auf dass man sich auf ewig an ihre Taten im Dienst des Schicksals erinnern möge. Die Schicksalserwählte überwand die Streitmacht Verminas und Peritis und rettete Sonirn und Apokrypha. Diese Aufzeichnung soll dies in blumigem und doch verdientem Lob schildern. Ein Hoch auf die Schicksalserwählte. Das war die falsche Eins, entschuldigt.
Ja, ich wollte einfach nur gewunken haben, weil das gerade so schön passt. Und hab dann die falsche Eins erwischt. Chronik von Apokrypha. Oh, sehr schön, da stehe ich jetzt drin. Hier. Ehre sei der Schicksalserwählten. Ehre sei Hermios Mora. Oh, sehr schön. Oh, cool, hier unten steht mein Name. Da muss ich mal eben ein Bild von machen. Hiermit wird festgehalten, dass das große Auge Hermios Mora einen sterblichen Champion auserkoren hat. Zur Verteidigung von Apokrypha und der Wirklichkeit vor der Bedrohung durch Vehemira und Peoite. Jeder sterbliche Champion spielte zudem eine wesentliche Rolle beim Sieg über den abtrünnigen Tremora Torvesat und beim Bewachen der wertvollsten Geheimnisse der Ebene des großen Auges. Es wird festgehalten, dass Gameplayerin auserwählt ist, vom Schicksal gezeichnet, von Hermios Mora und beauftragt, die Fäden des Schicksals für die Dauer dieser Krise zu beschützen. Gameplayerin hat verhindert, dass die Feinde Moras Apokrypha zerstörten, der giftigen Verderbnis ein Ende gesetzt, die die Ebene geschwächt hatte, Vahmina und die verborgene Sippe vertrieben und die Ebenen Apokrypha, Nirn sowie alle Ebenen der Existenz beschützt. Gameplayerin wurde in die Chronik von Apokrypha eingetragen, auf dass man sich auf ewig an ihre Taten im Dienst des Schicksals erinnern möge. Ehre sei der Schicksalserwählten. Ehre sei Hermios Mora. Oh, ich finde das schön, dass der Name so damit eingebunden ist. Ganz ehrlich, ich finde das total... lauscht der Zeremonie. Die Zeremonie ist doch schon zu Ende, oder nicht? Können wir doch mal reden. Glückwunsch, meine Freundin. Dass der eigene Name im Buch der Schicksals vermerkt wird, ist keine kleine Sache. Ich denke, euch erwarten noch größere Abenteuer und Auszeichnungen. Ich frage mich, ob mein Geisterherz das durchstehen wird. Ja, das kann ich dir leider nicht sagen. Chiffre, die kenne ich nicht. Aber egal. Ihr wurdet in die Chronik von Apokrypha eingeschrieben. Mhm. Ich wusste immer, dass ihr etwas Besonderes seid. Doch dieses Ausmaß war mir nicht bewusst. Das finde ich nett. Dankeschön. Die eine kann ich nicht ansprechen. Ihn auch nicht. Ihn auch nicht. Lehrer Miel. Hallo? Es ist eine große Ehre, den eigenen Namen und die eigene Erinnerung in der Chronik von Apokrypha verzeichnen zu lassen, Entsandte. Ihr habt recht viel Eindruck bei Skot und den anderen Bewohnern von Hermeos Moras Domäne hinterlassen. Nun hat Gadein eine Anfrage an euch. Ja, ich weiß. Ich wollte mich da schon die ganze Zeit so ein bisschen verdrücken, weil ich denke nämlich, dass das heißt, dass wir jetzt noch eine neue Quest hinzubekommen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge an. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.